Ja, hallo, mein Name ist Klaus vom YouTube-Kanal Electric Santa und heute berichte ich mal von unseren Totholzmedien. Ich habe eine Autobild gelesen und auch eine Automotor und Sport. Die hatten das Thema Elektro. Sie hatten den Vergleich einen E-Golf mit einem Nissan Leaf und das Thema Wasserstoffauto. Da ist mir doch einiges aufgefallen. Das war gestern die Ausgabe, oder vorgestern von Freitag, die Ausgabe Nummer 21 vom 25.05. Und ich fand die Ausgabe halt interessant, weil dieser Vergleich mit diesen beiden Elektroautos und das Wasserstoffauto fand ich interessant. Das erste Bild war auch sehr vielversprechend, dass die beiden Fahrzeuge, der E-Golf und der Nissan Leaf, vor einer Photovoltaikanlage davor gestellt worden sind. Fand ich schon sehr gut. Das spiegelt ja eigentlich wieder, dass das ja um regenerative Energien sind. Ja, sie wollten diese beiden Fahrzeuge testen, was sie können. Ja, aber daraus wurde leider nichts. Die wollten zum Testgelände fahren, von Hamburg bis hinter Bremen. Das waren 182 Kilometer, haben sie geschrieben. Und sie haben dann reingeschrieben, dass sie nur so gerade eben angekommen sind. Der Golf wäre mit 5 Kilometer Restreichweite angekommen und der Leaf nur mit 0 Kilometern. Bei Bremen hätten sie locker Halt machen können. Dort hätten sie sogar beide kostenlos nachladen können für ein paar Minuten. Dann wäre es gar nicht so schwierig geworden. Aber man kann das Thema ja auch immer sehr schwierig schreiben, weil das ist mir nämlich aufgefallen. Sie haben das relativ negativ dargestellt oder darüber geschrieben. Klar, zum Teil sachlich. Aber wenn man dann hinterher den Wasserstoffbericht gelesen hat, stößt das doch ein bisschen auf. Und auf der nächsten Seite von dem Test steht drin, dass der Leaf eine Reichweite 230 Kilometer getestet hat. Und der Golf hat eine getestete Reichweite von 240 Kilometer. Also ich weiß nicht, warum die nicht angekommen oder nur so knapp angekommen sind bei Hinterbremen. Zwischendurch natürlich das übliche Blabla im Test, billiges Plastik innen drin, die hohe Ladekante vom Leaf haben sie bemängelt, den langen Bremsweg. Ich kann ja mal die Ausgabe zeigen, das war diese hier. Komischerweise hatten sie hier einen Bremsweg von 40 Metern, dann hatten sie aber hier in der Automotor und Sport 39 Meter getestet. Ein ganzer Meter Unterschied ist immer noch zu viel für heutige Verhältnisse. Das war so im Prinzip das normale Fazit von denen, dass halt die Autos beide kosten wohl um die 40.000 Euro, aber nur als Zweitwagen taugen würden. Ja, kann man so natürlich schlecht stehen lassen. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob das ein Zweitwagen ist oder nicht. Wir fahren unser Elektroauto als Erstwagen. Aber hier wurde eigentlich in dem Bericht wurde das eher alles negativ dargestellt. In dem Wasserstoffauto haben sie vieles zum Positiven dargestellt. Dass der Kofferraum bei dem Honda Clarity nur 3 Kisten Wasser schafft, wäre geschenkt. Stattdessen reden die von Gaspedal durchdrücken ohne schlechtes Gewissen. Ohne schlechtes Gewissen. Das Auto braucht, ich habe es näher ausgerechnet, bei Autobild im Vergleich kosteten 100 Kilometer an Treibstoff 10,91 Euro. Das ist das teuerste Fahren überhaupt. Der Diesel ist günstiger, wenn man das mal so sieht. Na, Moment, ich habe mich hier verzettelt. Nee, habe ich nicht. Der Diesel, der kostet 9,20 Euro auf 100 Kilometer. Und unser Elektroauto liegt bei 3,68 Euro an Strom. Er verbraucht 16 Kilowatt auf 100 Kilometer. Das ist auch ein Nachteil bei dem Wasserstoffauto.
Wasserstoff würde gleichwertig 55 Kilowatt brauchen für 100 Kilometer. Damit kommt ein Elektroauto rund 300 Kilometer weit. Also schon sehr unwirtschaftlich. Ich kann euch das auch noch mal zeigen. Ich habe das hier in der Autobild, den Test. So, mal gucken, wo habe ich ihn? Da. Das war dieser hier. Ganz groß aufgemacht. Diese Honda Clarity, der schon 10 Jahre alt ist. Ein 10 Jahre altes Auto, was, naja, gut. Ja, da haben sie halt auch geschrieben, ja, so kann es wirklich in die Zukunft gehen. Naja, mit einem Wasserstoffauto eigentlich nicht. Und dann schreiben sie hier, hier soll es schon 400 Tankstellen geben. Dabei sind es nur 40, die wir zurzeit haben. Steht zumindest in der Auto, Motor und Sport. 10-mal so viele Tankstellen? Ich weiß nicht, woher sie die herbekommen haben. Ah nee, in 5 Jahren sollen es 400 werden. Eine Tankstelle kostet über 1 Million Euro. Eine Tankstelle. Eine Schnellladesäule kostet 30.000 Euro. Da kann man eine Menge Schnellladesäulen bauen. Da kann man fast an jeder Ecke eine bauen. Das Auto kostet 60.000 Dollar. Plus, aber die subventionieren das Auto noch. Wer das Auto kauft, bekommt noch eine Tankkarte im Wert von 15.000 Dollar. Für Wasserstoff. Da kann man zwar lange für fahren, aber kann man mal sehen, was da für Subventionen drauf sind, auf das so, um das Auto überhaupt absetzen zu können. Es ist unglaublich eigentlich. Aber wo kommt denn der Wasserstoff her? Also die zweitgängigste Methode, ich verlinke das mal von Wikipedia, ist in der Industrie die partielle Oxidation. Hierbei reagiert meistens Erdgas mit Sauerstoff unter Bildung von H2 und Kohlenmonoxid. Aber hier bei Autobild wird das so hoch gelobt, das ist Wasserstoffauto, dass alles so toll ist mit dem Wasserstoffauto. Und der Elektrotestbericht, es ist einigermaßen sachlich, aber eher ins Negative geschrieben. Dass sie das auch anders können, haben sie auch gezeigt. In der vorletzten Ausgabe haben sie den Kona vorgestellt. Das ist dieses hier. Hier ist es wirklich absolut sachlich. Und schreiben noch, dass 36.000 Euro fast schon gespenstisch günstig sind. Gut, weil er auch einen großen Akku hat. Was natürlich noch ist, bei dem Wasserstoff mal so ein, ich verlinke auch noch mal einen Beitrag von Horst Lüning, der hat einen super Beitrag gemacht zum Thema Wasserstoffauto. Mal so ein paar Stichpunkte. Einmal haben wir den extrem schlechten Wirkungsgrad, das kann ich auch gerne verlinken, von Wasserstoff. Dann ist das, Wasserstoff ist das kleinste Molekül, was es gibt, das durchdringt alles. Darum müssen auch an diesen Wasserstoffautos überall Sensoren dann sein, weil die ganz schöne Angst haben, dass irgendwo das austreten könnte und zu einer Explosion kommen könnte. Wird zwar fast nicht passieren, aber das ist noch der weitere Nachteil ist, dass es halt kein Tank ist, der hundertprozentig dicht ist. Also wenn man das Auto längere Zeit irgendwo hinstellt, kann es sein, dass im Tank nicht mehr viel drin ist. Ich meine, was natürlich die Industrie damit bezweckt, mit dieser Werbeaktion in der Auto, Motor und Sport und hier in der Autobild, ist doch klar, dass man immer noch vorspiegeln möchte, das Wasserstoffauto lohnt sich zu warten. Kauft lieber noch einen alten Diesel, der Wasserstoffauto kommt bald. Ja. Und schnelles Tanken muss nicht unbedingt sein. Wenn man der Erste an der Wasserstofftankstelle ist, geht das. Weil die müssen ja einen Druck von um die 700 Bar aufbauen. Und der ist ja nicht schnips so da. Nein, der muss über einen Kompressor aufgebaut werden, dieser Druck. So, wenn einem vor einem schon einer das Tanken war, dann dauert das länger. In der Automotor und Sport steht drin, es dauert ein bisschen länger. Ungefähr. Aber sie geben keine Zeit an, wie lange es wirklich gedauert hat. Dann ist das ja auch, man macht sich immer noch weiterhin abhängig von den Treibstoffherstellern. Und wenn das Kilo 9,50 Euro kostet,
und man in der Auto, Motor und Sport steht, dass sie einen Verbrauch hatten von 1,4 Kilo, dann ist das schon ganz schön. Die haben im Vergleich dazu geschrieben, dass die im Vergleich ist es ein Benzinfahrzeug, was 11 Liter auf 100 Kilometer braucht. Also so ein Fahrzeug als Benziner mit 11 Liter Verbrauch wäre hier kaum noch abzusetzen mit den Fahrwerten, die dieses Auto hat. Ist ja kein Sportwagen, der Clarity. Und dann werden auch noch immer jede Menge Forschungsgelder seit Jahrzehnten verschleudert für Wasserstoff. Und man kocht das immer wieder hoch. Jetzt bringt man zwei, drei Modelle, die aber eigentlich so gut wie nicht verkäuflich sind oder schwer verkäuflich. Was natürlich auch noch sehr komisch ist, ist die Wertung bei Autobild. Das Wasserstoffauto hat 5 Sterne von 5 bekommen in der Umweltkategorie. Dass die Elektroautos, beide, also der E-Golf und der Nissan Leaf, haben 28 Punkte von 50. Wie soll man das werten? Und dann, weil ja so viel Energie verbraucht wird für Wasserstoff. Also Wasserstoff ist nach meiner Meinung ein totes Pferd. Es wird noch immer wieder von der Industrie weiter drauf rumgeritten, um den Leuten das abspendig zu machen, ein Elektroauto zu kaufen. Kauf lieber nochmal mein altes Benzinauto, mein altes Dieselauto. Wir bringen irgendwann mal ein Wasserstoffauto, was sich alle leisten können. Ich glaube, der Clarity kostet 60.000 oder 70.000 Euro also für eine Limousine, die noch teuer im Unterhalt ist. Tja, man kann hier wirklich nur raten, glaubt mir nicht, glaubt den anderen nicht. Informiert euch über mehrere Möglichkeiten. Ob das nun unsere Totholzmedien sind oder das Fernsehen oder im Internet. Im Internet kann man sich eigentlich sehr gut informieren, weil es dort viele verschiedene Möglichkeiten sind im Internet. Aber nicht jedem glauben, das gerade unseren Medien nicht. Es ist auch unglaublich, was da für Infos rüberkommen. Als Beispiel kann man ja gut nennen, in den letzten Ausgaben von einem ADAC, diese Ökobilanz, sind bei YouTube gut rumgekommen, wie schlecht die Auswertung davon sind. Und die Sendung plus minus hat das natürlich auch gleich aufgenommen. Ja. Und hat das natürlich auch entsprechend noch ausgarniert, so wie sie es halt darstellen wollten. Man kann viele Dinge einfach auch negativ darstellen, auch wenn sie positiv eigentlich sind. Ja. Aber solange es unsere, wird es auch immer weitergeben, diese Totholzmedien wie Autobild oder sowas, ist halt nur schade, dass man diese Berichte so unterschiedlich schreiben kann. Das E-Auto kommt sehr negativ rüber, das Wasserstoffauto sehr positive. Naja, aber so wird es auch bleiben in der Zukunft. Wie gesagt, informiert euch. Euer Klaus von YouTube, Kanal Electric Santa. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, was die Medien demnächst schreiben. Tschüss.